Hallo Freunde, also hier ist wieder der hammerharte Ernie, also ich bin wieder selber Theater, also nicht Freunde, YouTuber Sternchen in. Also ich habe heute im Internet mal so geguckt und habe mir so die Demos angeguckt, also ich kriege so einen Hals. Ich frage mich, was das soll. Am meisten erschreckt mich ja diese Anzahl von Polizisten, Bullen will ich nicht sagen, sonst hätten die ja auf ihren Sturmhauben so eine Hörner drauf. Und das ist ein Machtgehabe gegen Bürger, die sind keine Verbrecher, weil die tun, dass Verbrecher werden. Die nehmen junge Mädchen, ich habe gesehen, wer ein junges Mädchen auf die Erde geschmissen haben. Der hat sich den Kopf aufgehauen. Und Kinder mit Frauen. Und wisst ihr, wenn sie bei mir einbrechen und ich rufe die Polizei an, dann sagen die zu mir, ihr nehmt mal Versicherung, wir haben keine Zeit. Und da ist so viel Zeit, also ich könnte ausrasten. Ja? Ich weiß nicht, wo das hinführt. Wenn es mal anders kommt, ich habe auch nicht gedacht, dass wir so viele Polizei haben. Das gibt es ja nicht. Und so verkleidet schon, wie für einen Ernstfall. Nun könnt ihr euch vorstellen, wenn es doch mal anders kommt, was wir ja auch nicht hoffen, ich meine, ja, na denn, sehe ich schwarz. Schon die Klamotten, wenn ich sehe, wie sie angezogen sind, das Schwarze und die ganzen drumherum und wie sie stehen, großkotzig. Also das ist, ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Und ich sage mir ganz ehrlich, wer zur Polizei geht, ganz ehrlich, der kann auch nicht ganz, sauber sein. Ich meine, das ist doch, es geht nur nach, wie sagen sie, nach Gesetz. Eine sagte, alle auf die Schnauze hauen. Und wenn ich da sowas höre, die müssen doch sofort suspendieren, sowas kann doch nicht sein. Und ist das gewollt, dass das Volk jetzt Angst hat oder Angst kriegt? Nur wegen der Pandemie? Ich meine, die machen es schlimmer, als wie die überhaupt ist. Aber na. Und so viele leben auf der Straße, haben andere Sorgen. Und das ist so traurig ein bisschen. Und da ist mir natürlich gleich wieder ein Lied eingefallen, also ein Text, und das hat mich immer juckt. Wenn ich so sehe, wie viele Millionen, oder nicht Tausende, wir haben 80 Millionen, oder 83 Millionen in Deutschland, und 80.000 liegen auf der Straße. Kumpel von mir, der kriegt Hartz IV, der sagt, na und, selber schuld. Kann nicht sein, kann einfach nicht sein. 80.000 Leute, in 30.000 Leute sind Jugendliche sind in Berlin allein. Da interessiert kein Mensch hin, interessiert keinen. Lass dir da rumliegen. Ich möchte mal sehen, was Frau Merkel sagt, wenn sie die liegen sieht, ob sie nochmal sagt, hier habt ihr mal eine Mark, ein Euro heißt die heute. Ich glaube, die kommt vorbei, ganz verschämt wahrscheinlich, und die geht ja nicht aus dem Haus. Ist egal. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Unter Brücken zu pennen, das ist ein Scheißspiel. Und dann auch die Angst, dass ein jemand beklaut und dir dann im Schlaf übern Schädel haut. Wir sind 80.000 von 80 Millionen und leben auf der Straße so viele Jahre schon. Doch was willst du machen? Das ist nun mal so. Im blühenden Lande von Merkel und Co. Am Bahnhof, da zeigen sie mit Fingern auf mich. Oder gehen vorbei, als gäbe es mich nicht. Als wäre ich kein Mensch mehr, sondern nur noch ein Dreck. Und manchmal kommen Bullen und jagen mich weg. Wir sind 80.000. 80 Millionen und leben auf der Straße so viele Jahre schon. Doch was willst du machen? Das ist nun mal so. Im blühenden Lande von Merkel und Co. Und manchmal kommen die Hüter der Macht und sperren mich ein, meist nur über Nacht. Das sind meine Engel, sorgen dafür, dass ich nicht irgendwo auf einer Parkbank erfriere. Wir sind 80.000 von 80 Millionen und leben auf der Straße so viele Jahre schon. Doch was willst du machen? Das ist nun mal so. Denn wir sind doch nur Peanuts für Merkel und Co. Ich hatte eine Freundin, die ging auf den Strich. Was sollte sie machen? Von nicht, da kommt nichts. Ihr Leben schien ihr eine einzige Qual.
Und gestern schwamm sie im Landwehrkanal. Wir sind 80.000 von 80 Millionen und leben auf der Straße so viele Jahre schon. Doch was willst du machen? Das ist nun mal so. Im blühenden Lande von Merkel und Co. Dankeschön, halt die Ohren schlapp, euer hammerharter Ernie. Macht gut und tschüss.